Herzlich willkommen beim Technikbuch vom Stempelpalast. Heute kümmern wir uns um die Salztechnik. Dazu vorbereitet habe ich schon ein Blatt Papier. Genau genommen ist das Acrylpapier. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Aquarellpapier, nicht Acrylpapier. Was erzähle ich denn? Ja, geht zwei Stamping ab. Das habe ich zurechtgeschnitten in Kartengröße. Dann brauchen wir ein Stempelkissen, diesmal in Marineblau. Und wie ihr seht, habe ich keinen normalen Untergrund, sondern ich habe mich hier schon mal mit Haushaltsrolle eingedeckt. Denn es ist ein bisschen sauig, aber geht schon. Für euch tue ich ja hier alles. Also, wir tränken das Papier einfach gleich mit dem Kissen schön satt bestempeln. Damit alles schön eingefärbt ist. Hier ist noch eine Ecke. So, da ist noch eine Ecke, sehr schön. Dann habe ich hier mein Bügelsprüher. Das könnte man auch mit dem Stamping Spritzer machen. Dadurch, dass man aber relativ viel Wasser braucht, finde ich das ein bisschen langwierig, das mit einem so kleinen Sprühkopf zu machen, und habe deshalb also meinen Bügelsprüher bemüht. Da kommt ganz normal klares Leitungswasser raus und das sprühe ich jetzt hier richtig feucht. Und wie ihr seht, das macht nämlich auch gut Sauerei. Deswegen habe ich alles ausgelegt. Und dann habe ich Salzkristalle aus der ganz normalen Salzmühle geklaut. Die geben wir jetzt hier drüber. So, und jetzt muss das Ganze trocknen. Schauen wir mal, wann das wieder trocken ist. Herzlich willkommen zurück. Die Karte habe ich jetzt genauso 24 Stunden trocknen lassen. Ich habe nur ganz am Anfang einmal hier am Rand so ein bisschen mit einem Haushaltstuch das Wasser aufgenommen, was ich halt schon gebildet hatte. Ansonsten habe ich das genau 24 Stunden so ruhen lassen, damit es auch wirklich richtig trocken wird. Und mache mit euch jetzt einfach den nächsten Schritt. Und zwar kann man die Salzkristalle jetzt einfach hier runterkippen. Das ist sehr schön geworden. Schaut mal. Das ist eine wirklich tolle Hintergrundgestaltung, ganz einfach nachzumachen. Wirklich rucki-zucki erstellt. Gut, es dauert einen Moment, bis es trocken ist, das gebe ich zu. Aber es macht echt Spaß. Natürlich habe ich für euch auch wieder eine Karte vorbereitet. Die Karte habe ich in Ozeanblau gehalten. Hier ist der Effekt ein bisschen verhaltener, aber ich finde ihn auch sehr schön. Draußen ist es kalt. Mein Beitrag zu unserem Technikbuch zum Thema Salztechnik. So, ich werde das Video jetzt ganz schnell schneiden und heute noch hochladen. Heute ist nämlich Donnerstag und am Sonntag gibt es schon das nächste. Da mache ich mich gleich dran. Auf jeden Fall habe ich es euch versprochen und ich hole es natürlich nach. Das ist hiermit getan und wünsche euch noch einen tollen Donnerstag.
Tschüss.